Hi Leute, hier ist der Robert von Autorando und heute soll es um das Thema gehen, wie brennt man einen Dutch Oven ein, und der steht hier schon neben mir. Im letzten Video haben wir ihn ausgepackt und da habe ich euch so alles gezeigt, was dabei ist und so ein bisschen auf die Geschichte von dem Dutch Oven eingegangen. Und heute wollen wir da quasi etwaige Produktionsrückstände rausholen. Der ist schon vom Werk aus eingebrannt, da ist drin wie so eine Art Patina drauf, die verhindert, dass das Essen ankocht, aber vielleicht sind da noch so ein paar kleine Produktionsrückstände. Und bevor wir hier unser Essen zubereiten, wollen wir da einfach sicher gehen, dass da nichts mehr drin ist. Was braucht man alles dafür? Ja, dafür braucht man Grillhandschuhe. Dann habe ich hier einen Grillpinsel aus Plastik. Dann brauchen wir ein hocherhitzbares Pflanzenöl. Und das ist wirklich sehr wichtig, dieser Punkt. Du solltest darauf achten, auf keinen Fall Olivenöl zu verwenden, sondern empfohlen wird Kokosöl, Sonnenblumenöl oder Rapsöl. Ich habe in diesem Fall ein Sonnenblumenöl hier gewählt. Dann haben wir noch ein bisschen eine kleine Küchenrolle, um den Ofen dann schön auszuwischen. Und ja, unser Dutch Oven, den brauchen wir natürlich auch. Und wie wir jetzt vorgehen, das werde ich dir jetzt Schritt für Schritt zeigen. Los geht's. Jetzt sind wir hier vor Ort und da haben wir unseren Anzündkamin und da haben wir Holzkohlebriketts drin. Die werden zwar nicht so heiß wie Holzkohle, brennen aber länger. Und was wir brauchen, ist eine lange Hitzephase. Und dann haben wir hier noch ökologischen Feueranzünder. So, dann machen wir hier unser Gasbrenner. Dann machen wir die an und dann stellen wir unseren Kamin hier einfach drauf. Du siehst, unsere Briketts, die brennen jetzt richtig durch und das dauert jetzt ungefähr 10 Minuten. Und in dieser Zeit können wir hier schon unseren Dutch Oven mit unserem Pflanzenöl schön einpinseln, innen und außen. Und das werde ich jetzt während der Zeit machen. Ich nehme jetzt einfach eine gute Menge Pflanzenöl und werde das hier auf dem Dutch Oven innen und außen verteilen. Also einfach schön kräftig einpinseln. So, wir schauen einfach mal in unseren Kamin rein und da kann man sehen, die Briketts sind schon ganz gut durchgebrannt und es wird Zeit, unseren Dutch Oven jetzt einzubrennen. Unsere Schutzhandschuhe brauchen wir natürlich, weil das ist jetzt eine ziemlich heiße Angelegenheit auf jeden Fall. Und ich schütte das jetzt mal aus hier, die Briketts. Und das sieht schon richtig gut aus. So. Kamin ist leer und fällt direkt um. So, jetzt ordnen wir noch so ein bisschen die Briketts schön an, machen die noch ein bisschen breit. Und das ist, hier ist richtig Hitze drauf. So, jetzt stellen wir den Dutch Oven auf die Briketts drauf. Und jetzt verdampft quasi das Öl und erzeugt eine extra Schutzschicht auf der Patina des Dutch Ovens. Müssen wir jetzt einfach mal warten, bis hier weißer Rauch aufsteigt, und wenn der weiße Rauch aufgehört hat, dann müssen wir diesen Vorgang 3 bis 4 Mal wiederholen. Und ja, du merkst schon, das ist jetzt schon ein bisschen Arbeit, ne? Hier können wir sehen, hier ist genau dieser weiße Dampf, von dem ich gerade gesprochen habe, und hier passiert gerade Folgendes, dass das Öl eine zweite Patina auf der Patina erzeugt. Und das ist quasi, kannst du dir wie so eine Art extra Schutzschicht vorstellen, die jetzt auf die werkseitige Beschichtung eingebrannt wird oder erzeugt wird, wie auch immer man das nennen mag. Und jetzt müssen wir so lange warten, bis dieser weiße Rauch verschwunden ist. Und jetzt haben wir unseren Topf eingebrannt. Jetzt muss natürlich auch noch der Deckel eingebrannt werden. Und ihr nehmt dafür den Deckel auf der Seite, wo der Henkel ist. Tut dann einfach auf die Briketts drauf und dieser Vorgang beginnt jetzt wieder von vorne. 10 Minuten sind vergangen und der Deckel unseres Dutch Ovens ist eingebrannt. Der weiße Rauch ist verschwunden, den nehmen wir jetzt hier runter
Und ja, du kannst es denken, auch bei dem Deckel sollten wir diesen Vorgang jetzt mit dem Einbrennvorgang 3 bis 4 Mal wiederholen, dass die Patina richtig geschützt ist und dann quasi nochmal so eine extra Schutzschicht auf der werkseitigen Patina entsteht. So, diese ganze Geschichte lassen wir jetzt erstmal einfach nochmal eine Runde abkühlen, bis wir auch den Dutch Oven wieder anfassen können mit bloßen Händen. Dann verteilen wir nochmal hier drinnen mit der Küchenrolle nochmal so zum Papier nochmal so eine kleine dünne Ölschicht und dann können wir den Dutch Oven in die Tasche tun. Und das war schon der Einbrennvorgang. Dauert, ich gebe zu, es dauert eine ganze Weile, also so 1,5 Stunden solltet ihr da schon einplanen. Aber es ist auf jeden Fall die Arbeit wert, weil nur so habt ihr wirklich lange Freude an eurem Dutch Oven. Und ein Reinigungshinweis fällt mir gerade noch ein. Also ihr solltet, wenn ihr gekocht habt, auf keinen Fall mit irgendeiner Bürste oder mit so einem Draht, mit so einer kleinen Drahtbürste versuchen, die Essensreste hier drinnen zu beseitigen, sondern füllt einfach ein bisschen Wasser ein, erwärmt das Ganze nochmal und kocht die Essensreste quasi aus. Und dann könnt ihr die schön mit einem Tuch quasi den Dutch Oven nochmal richtig reinigen. Ja, und das soll es jetzt gewesen sein. Jetzt haben wir quasi unseren Dutch Oven vorbereitet und im nächsten Video wird der Dutch Oven zum Einsatz kommen und wir werden eine leckere Kürbissuppe zubereiten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einfach mal ein Like da, abonniert den Kanal, dass wir ihr auch das erste Kochvideo quasi auf Autorando nicht verpasst. All die Dinge, die wir heute hier benutzt haben, habe ich auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Und ja, da bleibt mir nichts anderes, als euch jetzt einen guten Appetit zu wünschen oder frohes Schaffen, wie auch immer, was ihr an welcher Stelle ihr bei der Vorbereitung des Dutch Oven seid. Und bis bald, euer Robert von Autorando.